Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Wir sind vor dieser Technical High School angelangt. Und die wollen wir diese Folge erkunden. Weil da war ich noch nie. Und das kann nicht sein, dass ich hier immer noch nicht war. Bin doch so neugierig. Ich muss doch alles sehen. Auch für meine witzige Sachen mit sowas. Musst du schon mehrere Tage nachsitzen? Komm zum Glücksspendemobil und dir werden 2 Tage abgezogen. Nachsitzen, das war noch Zeit, ich sag's euch. Oh, hier auch mal nachsitzen. Oh, der ist tot. Was soll dieser unheimliche Bärenhelm? Wo hat Bosco das Ding her? Oberstufenschüler müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um im zweiten Halbjahr am Rekrutierungsseminar der Armee teilzunehmen. Ups. Was habe ich hier Schönes? Nix. Das Miniaturbombe nehme ich mit. Die Erbstests stehen an. Kommt am nächsten Monat Samstag zu den Übungsstunden bei Schwester Josephine. Der hat noch geschafft zu sagen. Hä? Ja, der ist tot. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Du musst mit dem Jet aufhören. Jetzt fang nicht an, durchzudrehen. Komm da, Alter. Nice. Gehörst mir. Schleicht er da runter? Was ist mit dem los? Bam! Kopf geplatzt. Oh, ein legendärer sogar. Meine Pistole, Mann. Ja, ja, ist okay. Ich höre noch Schüsse. Du darum, ah, die lebt nach. Das ist der. Oh, da wurde ich gekillt. Die ohne Gültigkeit.
angetroffen werden, sitzen nach. Ergib dich! Dann mach es schnell! Was? Haltet ihr euch für schlau? Da ist er ja. Du hast mich gerade gekillt. Fügt zunehmend Schaden mit steigender Anzahl der Entzündung durch, die du gerade durchmachst. Entzüge, ach so. Scher macht 72%. Ich schieße einfach nicht mal in die richtige Richtung. Reduziert den nicht cool, verursacht einen Schaden 15%. Hat sie in die Hölle zurückgeschickt. Gibt's hier noch was? Toaster. Ich würde das einfach liegen. Erinnert mich eure Eltern daran, dass die Ladezone nicht für mich ist. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Irgendwas stimmt da nicht. Hey, hey! Was zum Teufel war das? Da ist immer noch jemand. Das ist doch scheiße. Oberstufenschüler müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um im zweiten Halbjahr am Rekrutierungsseminar der Armee teilzunehmen. Was war das? Zugesperrt gibt's nicht hier. Wie schön. Stellvertretender Schuldirektor Pagliarulo möchte das Schulteam daran erinnern, dass es nachsitzen wird, wenn im Keller nochmal überall Wasser ist. Wo sind denn die? Ja, wo ist doch hier? Ah, da. Musst du schon mehrere Tage nachsitzen? Komm zum Glücksfeld probiert und hier werden 2 Tage abgezogen. Mal wieder in den Griff. Schau mal ins Terminal rein. Hate. Nö. Bin durch. Ja. Buchvorstellung, der Boss verhält sich seltsam. Da ist was im Keller. Der Boss sagt, dass ein Monster im Keller haust und dass wir es fangen sollen. Muss durch den Tunnel reingekommen sein. Bisher hat es noch niemand gefunden, aber dafür finden wir Leichen oder zumindest Reste von Leichen. Was auch immer da unten ist. Es ist echt übel. Der Boss verhält sich seltsam. Irgendwas stimmt nicht mit dem Boss nicht. Seit wir uns Backstreet Apparel geholt haben, murmelt er ständig vor sich hin und jetzt ist er
in den Keller gezogen. Ich glaube, er trinkt das Wasser aus dem Pool. Wird dadurch ziemlich blöd oder was? Wieder 3 Leichen. Damit sind es jetzt 8. Was auch immer das Vieh ist. Es ist echt fies. Die meisten von uns weigern sich, da noch runterzugehen. Bisher ist niemand zurückgekehrt, den der Boss auf das Vieh gehetzt hat. Man hört nur ihre Schreie. Hier ist nicht sicher. Mal sehen, ob ich es bis zum Tunnel schaffe. Okay, das gefällt mir. Ich dachte, ich renne da jetzt schnell durch, aber es fängt interessant an zu werden. Es fängt an interessant zu werden, so. Ich esse mal lieber was. Denk dran, Karten für den Halloween Sadie Hawkins Dance mit East Boston Pratt gibt es nur noch bis Dienstag. Wieso habe ich schon wieder nichts gekocht da? Ich habe ein Level Up. Wahrnehmung, passt. Okay, jetzt geh ich nochmal hoch und dann gehe ich in den Keller. Trink auch aus Zugang zum Dach. Ne, danke. Sonst noch was? Ach so, da bin ich, okay. Versperrt ist nichts für mich hier. Außer es ist zugekehrt, dann komme ich nicht geschafft. Entschuldigung. Jetzt musste ich niesen. Generatorraum. Bosco. Das war Totenkopf für mich, oder was? Level 90. Okay. Kannst du dich gleich wieder verstecken, der Wichser? Nageln Sie fest! Der Nagel ist überlaufen. Gefundene Radius eingesammelt werden. Okay, dann behalt deine Scheiße! Achtung! Aufgehoben. Soll ich keine Erfahrung für den bekommen? Hallo, der war ja 90. Kronkorken? Jawohl. Denk dran. Karten für den Halloween. Maskottchen Kopf. Mit East Boston Track gibt es nur noch bis Dienstag. Vorsicht, er könnte was verbergen.
Andererseits ist er wahrscheinlich einfach nur verrückt. Fatman, Tune auf Heilsam 2. Du hältst darauf, deinen Schatz von 1% Gesamtschaden in eines Angriffs zu vermeiden. Irgendwas nice. Interessantes gelernt? Ja. Boscos Terminal. Shamrock, verdammte Köte, irgendwas stimmt nicht. Shamrock. Wir haben uns das Schenkhaus Shamrock im Morgengrauen vollgekriegt. Cleaver hat sich reingeschlichen und die Schlösser an allen Ausgängen blockiert. Dann hat Torg seine Köder reingeschickt, die haben den Rest erledigt. Nachdem die Schreie aufgehört haben, haben wir ihnen einen Deal angeboten. Sie sind darauf eingegangen. Jetzt fehlt nur noch das Backstreet-Appell. Dann gehört die Innenstadt uns. Verdammte Köter. Torges verdammte Köter haben mir fast den Arm abgerissen. Wir hatten im Backstreet-Appell sauber gemacht. Da verbeißte sich das Vieh in meiner Hand. Musste ihm eine Kugel verpassen, damit er loslässt. So ein Scheiß kann ich nicht dulden. Sonst sieht es aus, als hätte ich nicht alles im Griff. Torge kommt mir nicht so leicht davon. Wie der Köter. Ja, was stimmt nicht? Vielleicht hast du Tollwut bekommen. Torges Köter. Ich glaube, er war krank. Seit er mich gebissen hat, habe ich Blackouts, habe mich nicht mehr im Griff. Verfickte das dazu. Hab Probleme, mich im Griff zu behalten. Niemand aus der Crew hat bisher etwas gemerkt oder bemerkt. Aber wenn das schlimmer wird, glaubt sicher noch irgendwer, dass er den Job hier besser machen kann als ich. Zeit, dass ich mal eine Ansage mache. Zum Sieg gegen die Springfield Hawks letzte Woche. Los, Bears! Sie versuchen mich zu vergiften. Es ist das Wasser. Alles vergiftet. Habe heute 3 weitere Killer erledigt. Sie meinten, ich bräuchte mal eine Pause. Sie fürchten, dass ich langsam abdrehe. Könnte sein. Sie wollen mich tot sehen? Glaube ich, wäre schwach. Sie irren sich. Torges Köter, ich spüre ihn unter meiner Haut. Gespannte Muskeln, vollkommene Entschlossenheit. Ich werde ganz sicher nirgendwo hingehen. Aber ich habe solchen Durst. Brauche Wasser, sauberes Wasser. Der Keller, voller Wasser. Niemand kommt dran, kein Gift. Aber die Regeln müssen eindeutig sein. Alle müssen es wissen. Ich habe hier die Kontrolle. Die Bestie. Es ist noch was hier unten, eine Bestie. Die anderen Gangs müssen sie geschickt haben. Ich sehe sie, verborgen im Dunkeln. Das kalte Auge, wie es mich beobachtet. Die Bestie starrt mich nur an und wartet. Sie tötet meine Männer, während ich schlafe. Hinterlässt mir ihre Trophäen. Ich wache auf und bin mit Blut bedeckt. Ich habe Wachen losgeschickt, um die Bestie zu fangen, aber sie haben versagt. Sie haben behauptet, es gebe kein Monster. Aber dann noch, als sie schon an den Ketten hingen. Aber das Biest ist da unten und ich werde jeden Einzelne von ihnen töten, bis sie es mir bringen. Ich glaube, der ist selber die Bestie. Gute Jungs. Gute Jungs. Sie haben die Bestie erwischt. Haben mir ihren Kopf gebracht. Ab jetzt müssen die anderen Gangs erfahren, wer die wahren Monster sind. Zeit, dass wir eine Ansage machen. Tiefer Fall. Bei Libertalia ging nichts. Zu viel Wasser, aber ist jetzt kein Problem mehr. Letzte Bestellung. Tom, der Turm, sieht sich die Radieschen von unten an. Das sind gute Neuigkeiten. Eigentlich hatte er Schlimmeres verdient. Hyde. Hyde Park ist sauber. Die Mylocks tun sich jetzt ans Cut das Augen gütlich. Wohl bekommst. Wir möchten euch daran erinnern, dass Baseball blöder Ball. Gefundene Radios eingesammelt werden. Hier wurde gebissen, hat Tollwut bekommen oder was? Irgendwie sowas. Der hat hier aus dem Pool gelutscht oder was? Was ist mit dem los? Ich dachte, im Keller wäre eine Todeskralle. Jetzt glaube ich, dass der Typ selber die gekillt hat. Weil er irgendeine Tollwut bekommen hat oder so ein Scheiß. Ein Aufzug, der bringt mich bestimmt hoch, oder?
Hier war doch der Generatorraum noch irgendwo. Da ist er. Schauen wir mal, was im Generatorraum ist. Scheint zur U-Bahn-Station zu führen. Ein guter Ort für einen. Der wird's. Ja. Was ist mit dir los, Kollege? Da steht er ja, mein Freund. So, noch eine. Sehr gut. Ich brenne. Der war total dämlich, also mit dem los. Schwere Hunderüstung brauche ich nicht. Boah, nur noch Minuten, bis der Zug kommt. Das ist so geil. Schnauze. Ich hätte auch von unten reinkommen können. Das wäre auch witzig gewesen, oder? Ich hoffe, hier ist eine Bestie. Komm bitte. Lass den einen Spinner recht haben. Versperrte Tür. Cool. Das bitte. Roter Witwenblutkäfer. Hört ihn. Sehr gut. Ich hasse diese Käfer. Dünn und so hässlich. Kann man gar nicht treffen, gescheit. Ja, schießt aus seinem Blutsack. Ey, nein. Das war ein Fehler, ich wollte nicht kritisch machen. Echt eine Heususe, der Typ. Wenn man so viel Metall hat, hält man sich lieber vom Wasser fern. Ich habe schon in rauen Umgebungen gekämpft. Aber bei dunkel. So, 14 Minuten auf Plattform. Bitte zurückbleiben. Schauen wir mal, was der rote Käfer hatte. Fleisch, sehr gut. So löse ich keine Fallen aus.
Das habe ich schon so oft gefragt. So löse ich nie Fallen aus, wenn ich durch überlaufe. Kann skillen. Ausdauer voll. Wir müssen aus dieser Strahlung raus. Sofort. Toll. Ich kann nicht mal tauchen. Kann ich mal schwimmen in diesem Wasser. Falle! Okay, wenn die jetzt eine Falle hinbauen, muss es doch einen Sinn geben, oder? Aha, zwei Stimpaks. Eine alte schöne Kamera. Oh, mein Baby nehme ich mit. Was für ein schrecklicher Geruch. Habe ich da hinten jetzt umgesehen? War's oder was? Da ist noch ein Toter. Okay, das war's. Sehr schön. Feuerwehrroboter? Ach, Scheiße! Nein! Da! Scheiße! Oh. Ha! Das wär's. Bin ich mal gespannt, wo ich rauskomme. Aber egal, wo ich rauskomme, ist bestimmt hunderte von Raidern. Theaterviertel, wo ich aufgewachsen bin. Okay. Hoffentlich keine Gegner. Ich muss aber zu dieser Schule jetzt nochmal reisen. Weil da in der Nähe... Warte, noch eins. Ein Gebäude oder irgendwas, wo ich noch nicht war. Können wir uns vielleicht kurz vertraulich unterhalten? Nur zu. Natürlich, nur zu. Danke. Für mich ist das nicht einfach, also hoffe ich, dass du ein wenig Geduld aufbringst. Als du mir als Anwärter zugeteilt wurdest, hatte ich dir gegenüber ziemliche Vorbehalte. Trotzdem hat die Erfahrung letztendlich etwas gebracht. Uns beiden. Mittlerweile habe ich nicht mehr den Eindruck, dir noch etwas über das Leben als Soldat der Bruderschaft beibringen zu können. Deine Einstellung und deine Taten lassen erkennen, dass du diese Ideale verinnerlicht hast. Ich fühle mich geschmeichelt. Das schmeichelt mir. Aber ich glaube, das war noch nicht alles. Stimmt. Ich bin in solchen Dingen einfach nicht besonders gut. Beginnen wir am Anfang. Ich bin allein im Ödland der Hauptstadt aufgewachsen. In meiner Kindheit habe ich die Ruinen durchsucht und Schrott verkauft.
Als ich älter wurde und ein paar Kronkorken gespart hatte, habe ich in Rivet City einen Schrottstand eröffnet. Dort traf ich einen Mann namens Cutler. Wir verstanden uns, passten aufeinander auf und sorgten dafür, dass es keinen Ärger gibt. Als die Bruderschaft auf Rekrutierungstour vorbeikam, hielten wir das für den besten Ausweg aus unserem nutzlosen Leben und traten ihr bei. Rivet City? Rivet City? Die Stadt gab es vor dem Krieg noch nicht, oder? Ja, stimmt. Das war eine Siedlung im Innern eines gestrandeten Flugzeugträgers. Es war einer der sichersten Orte im Ödland der Hauptstadt, bis die Bruderschaft kam. Perfekt für mich, um es mit einem Leben als Händler zu versuchen. Höhere Ambitionen. Dass du höhere Ziele hattest, als nur Schrott zu verkaufen. Als ich sah, was die Bruderschaft zu bieten hatte, war alles klar. Also ungefähr ein Jahr nach unserer Verlegung auf die Pridwin verschwand Cutler auf einer Erkundungsmission. Schließlich konnte ich meinen befehlshabenden Offizier überreden, mich einen Trupp zusammenstellen und nach ihm suchen zu lassen. Es dauerte fast 3 Wochen, um sein Team in einem Supermutantennest aufzuspüren. Diese verdammten Ausgeburten hatten alle bis auf Cutler abgeschlachtet. Eine Gnade war das nicht. Diese mutierten Mistkerle machten ihn mit ihrem FEV zu einem von ihnen. Er war nicht mehr Cutler. Ich musste... Es war meine Pflicht, ihn zu erledigen. Es war richtig. Du hast das Richtige getan. Das hatte ich gelernt. Ich weiß nicht, ob es das Richtige war. Seit Cutlers Tod habe ich andere Soldaten kommen und gehen sehen. Manche tapfer, manche redlich. Andere waren sogar echte Helden. Aber nie war auch nur einer davon ein guter Freund wie Cutler. Bis jetzt. Es fühlt sich gut an. Macht mir aber auch Angst. Jemanden zu verlieren, mit dem man verbunden ist, das verändert einen. Ich will das nicht nochmal durchmachen. Wird nicht geschehen. Es wird nie geschehen. Versprochen. Mir ist klar, dass du das nicht in der Hand hast, aber ich weiß es zu schätzen. Ich dachte nur, du hättest es verdient, etwas über meine Gefühle zu erfahren. Wenn du findest, dass ich zu weit gegangen bin, dann verstehe ich das. Wie auch immer, es ist schön, dass du dir die Zeit genommen und zugehört hast. Wie jetzt? Hey. Schieß los. Dave? Was ist los? Beziehung? Was denkst du über uns? Ich bin froh, dass du meine Ideale verinnerlicht hast. Weiter so, Soldat. Vergiss es. Alles. Kein Problem. Naja, dann beende ich hier gleich mal. Anschließend die Folge. Ist doch ein schöner Ort, um mit dieser Folge Schluss zu machen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns das andere Gebäude an oder wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Ciao!